nochmal. Ah! Gut. Boah, ist ja fast schlimmer wie mit diesem Augenviech, ey. Ohne Witz jetzt. Ja, Junge, friss das. Tut mir leid, dass ich es jetzt so mache, aber das ist mir zu assig. Wo ich fast sagen muss, hier die Form ist mir fast lieber als die Form davor. Ja, komm, stirb, Junge. Du machst doch eh nicht mehr lange, du Penner. Ah, Gott! Willst du jetzt bald mal verrecken, Junge? Yeah, Penner! Verreck! Schmelz! Schmelz wie Scheiße an einem heißen Sommertag, Junge! Hier, mach dich ab, Junge! Geh kaputt, was auch immer du bist, geh weg. Lass mich nur. Yay! Success! Und noch ein Häupen. Wofür auch immer der jetzt gut ist. Und ich sehe gerade, ich hatte gar nicht mehr viel Zeit übrigens. Naja, bis anyway, fuck it. Yeah, fuck you, scheiß Dreckschloss. Ach ja, und das sind die fucking Credits. Ja, liebes Universe, da bedanke ich mich doch wieder ganz, ganz herzlich, dass ihr durchgehalten habt bei diesem Spielchen. Und was soll ich sagen, es war recht, also es war besser als Vampire Kiss, auf jeden Fall. Auch wenn es so 3-4 Castlevania-typische Sachen hatte, die ich ehrlich gesagt ziemlich assig fand. Und naja, was soll ich sagen? Ich sag wieder danke fürs Zusehen und danke für die Leute, die zugesehen haben, die Kommentare gemacht haben und so weiter und so fort, die überhaupt durchgehalten haben, die überhaupt gedacht haben, jawohl, ach du Scheiße, er macht schon wieder Castlevania und überhaupt. Ja, sorry, aber bis am Ende brauche ich immer noch mal eine. Ja. Neue Projekte für die Zukunft. Da mein Steam-Account immer noch nicht so läuft, wie ich mir das vorstelle, werden die nächsten Projekte wieder mehr in Richtung Oldschool gehen. Das heißt, es werden noch mehr Super Nintendo-Spiele folgen, definitiv. Was ich da jetzt allerdings im Einzelnen spiele, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Angedacht wäre jetzt zum Beispiel gewesen Mega Man. Weil jeder gesagt hat, Mensch, du musst auch mal Mega Man spielen. Du sprichst immer davon und spielst nie Mega Man. Das ist so richtig, ja. Ich spreche davon und spiele nie Mega Man. Das liegt aber wahrscheinlich daran, dass Mega Man ist ein tolles Spiel, aber ich bin absolut Mega Man unfähig, sag ich mal. Aber naja gut, wenn ihr das möchtet, dann spiele ich auch sowas. Ich werde auf jeden Fall sehr, sehr populäre Sachen machen, also nichts Besonderes, sage ich mal. Vielleicht schiebe ich mal PC-mäßig das ein oder andere Just Play ein, das habe ich mir ja von unserem guten Agil abgeguckt. Und werde dann sowas in der Richtung machen. Ja, zum Thema Adventskalender, das hat sich ja dann aufgrund von Steam erledigt. Ich hoffe, dieses Projekt ist so ein bisschen Ersatz für euch.
dass ich mich dann doch an Castlevania mal wieder angetraut habe. Ah, das sind ja unsere tanzenden Arschgeigen. Gott, ich die hasse. Und ja. Ach ja, die Bibliothek. Ja. Die Bibliothek, wann habe ich das denn gemacht? Ich glaube, da war ich so verschnupft. Tut mir leid, dass ich eine größere Pause hatte. Eigentlich wollte ich das Projekt in mehr oder weniger ein, zwei Zügen durchbringen. Aber da ist mir meine Grippe dazwischen gekommen. Auch dafür sorry. Ich habe mich ja jetzt wieder einigermaßen auskuriert. Ja, dann ansonsten an Let's Plays. Schwierig. Was ich noch machen würde. Zurzeit steht noch offen Borderlands beispielsweise. Oder Batman Arkham Asylum. Könnte ich mir auch nur vorstellen. Muss ich allerdings mal schauen, weil das doch wieder etwas aufwendigere Sachen sind. Ich werde wahrscheinlich bis Weihnachten hin nur noch eher so kurze Projekte machen. Oder Sachen, die relativ kurz sind, meiner Meinung nach. Weil auf Monster-Projekte habe ich dieses Jahr wirklich keinen Sinn mehr für. Nicht mehr so wirklich. Und ich würde dann sagen, dann begeben wir uns nächstes Jahr mal wieder an die großen Sachen heran. Bis dahin würde ich erstmal bei solchen kleinen Spielchen verbleiben. Auswahl gibt es ja da mehr als genug. Aber wie schon gesagt, auch hier die Sache, was ich mache, ich weiß es noch nicht. Wow, das ist knapp. So viel Glück hatte ich an der Stelle nicht. Naja, gut, ist egal. Ja, grüßen, dann, stimmt, genau, ich könnte ja wieder grüßen, wo ich jetzt gerade hier bin, das scheint noch ein bisschen länger zu gehen, glaube ich. Und zwar grüßen, wie immer, alle, die mir zugesehen haben, alle meine Abonnenten, 83 an der Zahl sind es aktuell. Und nein, lieber Killerflash, nein, liebe Maulkorbnose, ich werde dieses Jahr keine 100 Abonnenten erreichen. Ich werde generell nie 100 Abonnenten erreichen, das halte ich für ein Gerücht. Aber gut, anyways. Ich hatte ja auch damals, als ich mal angefangen habe, nicht gedacht, dass ich jetzt 80 hätte. Hätten wir das einmal damals gesagt, dann hätte ich den, weiß nicht, ausgelacht, glaube ich. Naja, ja, schönen Gruß an Markov Mosi, an Luxi, an Agile, wie auch immer er heißt, an unseren Let's Play Zombie. Dann schönen Gruß an eSound89, der ist mir jetzt letztens auch über den Weg gelaufen. Schönen Gruß generell an alle Let's Player da draußen. Leute, macht weiter so, es muss definitiv mehr Let's Play werden. Dann noch. Ja, wen denn dann noch? Ja, das war's eigentlich. Weit, würde ich sagen. Das waren so alle Grüße. Und damit bleibt mir nur noch zu sagen, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Und nein, ich werde den Extra-Part nicht machen. Ich bin ja nicht doof. Ja, vielen lieben Dank fürs Zusehen und ja, haut rein, bis demnächst. Bye.